was kaufen. Was Indisches kaufen. So aus dem Fenster rein. Todesblind. Ich bin super, super excited. Hier haben wir Murgmukni und... Heute bin ich unterwegs mit meiner Familie und wir fahren nach Parchim. Das ist ungefähr so 2 Stunden von Berlin und wir gehen heute indisch essen bei Familienfreunde. Ich nehme euch da überall heute mit. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay, I am alive, I am free. One hour later. Leute, diese Straße sieht so nice aus. Wir haben uns gerade das Auto kurz angehalten und haben hier schnell Bilder gemacht. Oh mein Gott, das war peinlich. Oh mein Gott, ist... Oh mein Gott! Wow! Ist das eine schöne Straße, Leute. Ja, in der Kamera sieht man das nicht so nice. Wir sind jetzt bald da, in 2 Minuten. Und ich bin super, super excited. Voll schön hier, die Stadt. Ja. Miau! Miau! Ich hoffe, die greift uns gleich an. Jetzt kommt sie so aus dem Fenster rein. Todesblick. Hallo Leute, wir sind jetzt hier vor dem Restaurant Himalaya und wir gehen mal gleich rein. Die ganzen Innenarchitektur. Also man kann hier auch Möbel kaufen. Ich zeige euch mal gleich. Hier direkt auch im Laden, im Restaurant. Und in der Nähe gibt es hier auch gleich so 2 Minuten laufen, haben die auch ein Geschäft geöffnet, wo man direkt Möbel, indische Möbel und so schöne handgefertigte Möbel kaufen kann. Ich zeige es euch mal gleich. Zum Beispiel das hier. Oder auch hier dieser schöne Schrank. Ich zeige euch mal noch. Hier gibt es auch noch so einen wunderschönen Spiegel. Alles so top, so schön dekoriert. Ich habe keine Worte mehr. Also das kann man zum Beispiel auch kaufen. Das auch. Und wie ich euch am Anfang schon gezeigt habe, hier kann man auch Räucherstäbchen kaufen und. Kleine Dekosachen. Alles. Essen ist jetzt fertig. Wir haben einmal hier ganz, ganz verschiedene Sachen. Hier einmal Garlic Chili und Salat, einmal Indian Raita. Dann haben wir hier Chutney, das ist Minzsoße aus Minze und noch ganz verschiedenen Zutaten. Dann haben wir hier noch Spinat mit Paneer
Hier haben wir Murgnokni und das beste Batura. Probieren das alles mal und ich sag euch, wie es geschmeckt hat. Also probieren wir mal erstmal das aus, hier den Chicken. Also den Chicken Mulk Makni, den habe ich schon probiert, der ist super, super saftig und so, so lecker. Jetzt will ich mal diesen Spinat mit indischen Rahmkäse mal probieren. So lecker. Probieren wir jetzt mal diesen Gericht hier aus. Einmal Daumen hoch, Leute. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker alles. Und das ist normaler Joghurt mit bisschen Gurke und Zwiebeln. Wollte ich euch nur kurz noch mal ein kleines Feedback geben. Das Essen war einfach super lecker, wie jedes Mal, wenn wir da sind. Es ist einfach besonders für uns, jedes Mal, wenn wir dorthin gehen, Batura zu essen. Die machen das einfach anders, weiß nicht wie, aber es schmeckt super lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, mein Video zu liken und zu abonnieren. Teilt es an eure Freunde, Familie gerne weiter, wenn es euch gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.